Servus und hallo bei Mod Another World. Heute will ich mal eine Zuschauerfrage beantworten. Levo MMA 666 hat folgenden Kommentar abgegeben. Sag mir jetzt nicht, dass du wegen ihm draufgekommen bist. Denkst du, das war der einzige Auslöser oder noch andere? Levo MMA 666. Das war damals nur so ein i-Tüpfelchen. Ja. Und die äußeren Umstände sind eigentlich schuld dran gewesen. Ja. Also ich war suchtkrank. Das war ich definitiv. Also ich war einer, der gerne mal über die Stränge geschlagen hat, am Wochenende MDMA, wenn ich sie bekommen habe. Die waren ja damals sehr teuer. 80 Mark, 40 Euro wären das heute. Hat eine einzige Pille gekostet und die waren auch noch sehr schwer zu bekommen. Ganz wenige haben welche gehabt und die hatten nicht viele und die waren dann auch noch teuer. Also vor allem, wenn sie selber mal eine davon genommen haben, weil dann wollten sie sie irgendwie nicht mehr hergeben, weil die halt echt geil waren. Dann, ja, das Koks, ab und zu war es halt einmal ganz nett, was man da bekommen hat, aber das war halt, ja, auch teuer. 1 Gramm, 300 Mark, das sind 150 Euro. Ja, Mittelklasse-Zeug auch noch, nicht besonders gut und aufgestreckt. Für das richtig Gute, da hast du halt dann schon mehr hinlegen müssen. Da warst du halt bei 350 Mark dabei oder sowas. Und da ich ein Kind von einer Arbeiterfamilie war, hatte ich kein Geld. Da war nichts. Schule, ich hätte eigentlich Nachhilfe gebraucht und es hätte alles Geld gekostet, was meine Eltern nicht hatten. Von daher war ich halt dann gezwungen, da so mit aufzuwachsen mit Leuten, die entweder nichts in der Birne haben und gewalttätig sind oder die was in der Birne haben und trotzdem gewalttätig sind. Und dann ganzen Haufen, denen es genauso gegangen ist wie mir. Ja, da waren da ganz viele, die waren alle nicht blöd, wir waren nicht dumm und gar nichts. Aber die haben uns in einen B-Kurs reingesteckt, weil der A-Kurs für die Elite voll war. Ja, und da waren natürlich auch Leute mit dabei, die haben überhaupt keinen Bock auf Unterricht gehabt, haben nur gestört. Und irgendwann einmal wirst du abgelenkt und machst mit und was will ich jetzt sagen, ich habe keinen Quali und nix. Ich habe mit der Schule abgeschlossen, weil ich ab der 6. Klasse Mathematik nicht mehr verstanden habe. Ich habe da nicht mehr mithalten können, mit nichts mehr. Und das war halt, ja, heftig. Ja. Aber das Eigentliche, was ich jetzt sagen möchte, ist die Frustration, in der damals zu meiner Zeit, als ich ein junger Mann war, viele in meinem Alter waren. Uns hat man genannt die Null-Bock-Generation. Und teilweise haben sie gesagt, die No-Future-Generation. Wenn du die ganze Zeit gesagt kriegst, von deinen Eltern und von den Lehrern, deine Eltern eingenäht, mein Vater ab und zu und von den Lehrern, aus dir wird sowieso nichts. Wenn man das dann dauernd wie ein Mantra gesagt kriegt, das Kind, was kommt denn da raus am Ende? Ein Halbstarker, bei dem du mitbekommst, dass er merkt, dass das irgendwie ankommt. Ja? Als ich dazu angefangen habe, ein bisschen mehr zu kiffen und mich überlegt habe, ob ich jetzt anfange zu verkaufen und mir auch ein paar mehr geholt habe, um mit Kleinhandel mir das wieder reinzuholen, habe ich Leute kennengelernt, die gerade in der Ausbildung gekommen sind. Ja? Und das waren halt meine Kunden. Und dann sagen die zu mir, die beneiden mich um meine Freiheit. Dass ich tun und lassen kann, was ich will, dass ich aufstehe mittags um 12, um 1, dass ich bis in 4, 5 in der Früh wach bin und machen kann und tue und dass ich mir um nichts scheiß. Das fanden die cool. Ja, ich habe gesagt, Leute, das ist nicht cool, ich bin obdachlos, das ist doch nicht cool. Ich schlafe mal da, mal hier, ich habe nichts zum Essen, wenn ihr was zum Kiffen wollt, dann müsst ihr mir jetzt erstmal zum McDonald's einladen. Da besorge ich euch was. Das war mein Anfang. So habe ich angefangen, Geschäfte zu machen. Ich hatte keine Chance in der Gesellschaft damals. Es waren zu viele in meinem Jahrgang da, die echt gut von den Eltern ausgestattet in die Welt starten haben können. Mein Vater war Alkoholiker. Meine Mutter hatte Herzinfarkt gehabt. Gerade so in der Zeit, wo es wichtig gewesen wäre, dass da gewesen wäre,
Aber das war halt alles zu viel. Das sind halt, meine Eltern sind auch Kriegskinder. Die sind aus dem Krieg. Die haben viel mitgemacht. Und als ich noch ein kleiner Junge war, und meine Geschwister können auch ein Lied davon singen, hat mein Vater und meine Mutter ganz oft Geschichten erzählt, wie es war im Krieg, wie die Bomben gefallen sind, wie sie im Keller gesessen sind, wie sie Angst hatten. Da wächst er ja in einer ganz anderen Situation auf als die Leute heute. Ne? Egal, das sind nur Erklärungen dafür, dass die Sachen halt so waren. Das ist alles schon so lange her und auch verarbeitet und so weiter. Aber ich muss es heute irgendwie auf den Tisch bringen, weil sonst kann ich es nicht erklären, was das genau war. Wie gesagt, ich war ein Hallodreh, hab Hans Zampf in alle Gassen, hab alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, wurde gevögelt und wer es geschafft hat, wird runtergeschüttelt. So nach dem Motto. Ja? Ich habe Drogen verkauft, ich war ein Dealer und deswegen sehr beliebt. Habe ich ausgenutzt damals, alles war wunderbar. Und immer wenn halt dann die seelischen Tiefschläge kamen, dann sind auch die Experimente dazu gekommen, dass ich auch mal andere Sachen probiert habe. Ich habe immer Heroin gemieden, weil ich gewusst habe, was das mit den Leuten machen kann. Ich habe das schon gewusst, ich habe es aber noch nie probiert gehabt, aber ich habe es gewusst. Ich habe es gesehen, ich habe Augen im Kopf. Ja, und dann um mich herum die Leute, hey, kommen immer mehr drauf, weißt. Und jedes Mal, wenn es einen großen Zugriff irgendwann einmal gab von seitens der Polizei, dass sie irgendwo mal Hasch rauszogen haben. Meistens war es dann, wenn es Haschisch irgendwo große Mengen rausgezogen haben. Oder wenn die Verkäufer weg waren. Oder wenn halt nichts mehr nachkommen ist, wenn kein Nachschub mehr da war. Wenn irgendwo die Lieferkette abbrochen ist, dann ist ja das Zeug weg. In einer Zeit lang gibt es nichts mehr. Bis sich das einpendelt hat neu und dann gibt es wieder was. Und wenn du aber jetzt so ultra krass abhängig bist von einer Substanz, in meinem Fall war das damals Hasch. Ich war ein extremer Kiffer. Extrem, weil man das halt geholfen hat, durchs Leben zu kommen. Die anderen Sachen waren zum Partyfeiern, ab und zu mal. Heroin habe ich natürlich da gar nicht brauchen können. Es ist nichts für ab und zu. Und dann kam halt eins zum anderen. Ich war in einer beschissenen Lebenssituation, wo mein Freund gestorben ist, an einer verschissenen Drecksdroge. Und kurz danach haben es den Markt leer gefegt gehabt und es gab nichts mehr. Ich war ja auch so in der Zeit drin. Als sie mich weggecasht haben, eine Woche hat es bloß gedauert, da waren alle meine Kunden drauf. Die waren alle auf Heroin. Weil sofort welche da waren, die diesen Sog ausgenutzt haben. Die Leute haben nichts, die suchen was. Und jedes Mal, wenn einer kommt und fragt, ob es was gibt, ob er was hat, sagt er, nein, aber ein Herbert habe ich. Kannst auch rauchen. Einmal geht das schon. Und zack, peng, sind's drauf. Bei mir war es ganz genauso. Ich war ganz unten, mir ging es richtig beschissen und ich habe eine Woche lang versucht, was zum Kiffen zu kriegen. Oder 2, 3 Wochen lang. Ich weiß es nicht mehr. Ja, und dann habe ich mal etwas geholt. Und das hat mir gefallen. Aber ich habe wieder aufgehört damit. Und richtig draufkommen bin ich wegen einer Beziehung, wegen einer Frau. Ich habe ja schon mal die Geschichte von der Franziska erzählt. Und die war die treibende Kraft. Ich war verliebt in sie und sie hat das ausgenutzt, dass ich da so Gefühle für sie habe. Kannst du was besorgen? Lalala, besorg mir doch mal was. Ja, komm, du weißt doch, wo es es gibt. Weißt du, fährst nach Holland, ich will mitkommen. Und dann, hey, wenn wir das Risiko eingehen und immer 1 Kilo von Holland nach Deutschland schleppen, dann können wir doch auch einmal Heroin kaufen, ist doch viel billiger. Bloß für uns, müssen wir doch nicht für die anderen mitnehmen. So war es halt. Und zack, habe ich Koks und Heroin aus Holland rübergebracht. Für mich. Das Koks habe ich für andere auch gemacht. Ja, da habe ich ja Geschichten auch schon erzählt, dass ich deswegen war in Haft. Ja, weil die halt erfahren haben, dass ich da mir sowas hole und dann können die ja einfach mal so einen Stein mitbringen. Ist ja nicht so schlimm, oder? Das mit solchen Sprüchen. Wird man dann überzeugt davon, weil das ganze Geld, was ich da gesehen habe, hey, da kann ich ja ein halbes Jahr lang habe ich keinen Affen. Das ist doch cool. Natürlich denkt man so, man denkt nicht, man ist jetzt einer der jemanden, der kriminell und bla 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 bla. Ja, wenn ich sagen würde, ich bin wegen irgendjemand draufkommen, dann wegen der Franziska. Die war die treibende Kraft und die hat mich dann auch hängen lassen, als ich in U-Haft war, obwohl ich sie rausgehalten habe aus allen Geschichten. Sie war überall der Partner,
Ich war nirgendwo alleine, wir haben das alles zu zweit gemacht, aber ich habe sie nicht verpfiffen. Und der Dank war, dass sie mich mit meinen Zellengenossen sitzen hat lassen. Also sie mit ihm und ich war halt dann noch drin und dann auf Therapie und war. Ja. Das zweite Mal war eine tatsächlich eine Entscheidung von mir, ganz bewusst. Ich möchte wieder was nehmen. Und wir wissen, was mir da so gefallen hat, weil ich es mir nicht mehr vorstellen habe können, so nach so einer langen Zeit, nach der Therapie, also Knast und Therapie und das alles. Ich konnte es mir gar nicht mehr vorstellen, ich wollte es aber nochmal wissen. Und das ist der größte Fehler, den ich hätte machen können, weil natürlich habe ich den Affen wieder Zucker gegeben. Und dann kam die Michaela, die kam auch gerade raus, frisch von der Therapie, die hat das sofort spitz gekriegt, dass ich wieder was nehme und wieder drauf bin ab und zu. Und hat sich halt eingekackt und dann gab eins das andere. Und wenn ich in einer Beziehung drin bin, dann bin ich dumm. Ja, wenn ich verliebt bin, bin ich dumm. Das weiß ich mittlerweile. So lange Beziehung, das weiß ich, dass das diese Dinge waren. Aber das ist halt so. Jetzt wird es vielleicht nicht mehr passieren. Ich würde vielleicht schon noch einen Liebeskasper machen. Keine Ahnung, wenn ich nochmal in so eine Situation käme. Aber ich vermute mal nicht, dass ich mich nochmal beeinflussen lassen würde, irgendetwas gegen meine eigenen Interessen auszuprobieren. Jetzt nehmen wir mal Crystal Meth. Da kann man einem erzählen, was sie will. Wie geil das ist. Wie man vögeln kann da drauf. Das wäre mir scheißegal. Weißt, ich weiß, was das mit den Leuten macht, wenn sie es zu lange nehmen. Und ich weiß, wie ich drauf bin, dass ich keine Grenzen kenne und dass ich es dann genauso lang nehmen würde wie die. Und dann auf sowas habe ich auch keinen Bock. Ja, Liebe war es, verliebt sein und Spielball der Gefühle und das Ausnutzen anderer, dass ich die Möglichkeiten hätte, obwohl ich sie gar nicht genutzt habe, aber ich hatte die Möglichkeit. Ich wusste, wo ich es herkriege, ich weiß, was es kostet, ich weiß, wie man es nimmt, wie man es aufbereitet, zubereitet und so weiter. Das ist doch für eine Person, die richtig darauf fixiert ist, sie möchte sowas haben, optimal. Das ist doch ein Opfer. Mit dem komme ich zusammen, der besorgt die Sachen, die ersten Sachen muss ich nicht einmal selber zahlen. Und wenn er kein Geld hat, ich hab's ja, weil die waren gut betucht, die Eltern von ihr. Ja, so ist es. Das sind Transmitterstoffe im Kopf, die einen ja Dinge machen lassen, Sachen fühlen lassen. Und das sind auch die Dinge, die durcheinander geraten, wenn man zu lange irgendwas nimmt, zum Beispiel Kokain. Ja, die Menschen werden ja paranoid meistens. Wenn sie es lang genug nehmen und viel davon nehmen, dann werden die so. Da können sie nichts dagegen machen, weil die Nerven so überreizt sind und die Transmitterstoffe dann eben ausgeschwemmt werden. Gegen die kommst du nicht an. Deswegen ist auch beim Diazepam-Absetzen das so krass, wenn man das zu schnell macht. Da kommt man nicht gegen an. Und deswegen fühlt sich ein Heroinentzug auch so an wie Liebeskummer, so ähnlich. Ne? Liebe und Ding, das ist ganz nah beieinander. Man fühlt sich halt genauso geborgen und warm und wie in der Zeit, wo man verliebt ist. Und weil das so ähnlich ist, neigen ganz viele Menschen dazu, das immer wieder zu machen. Ich hoffe, ich konnte jetzt die Fragen beantworten. Wenn nicht, unten in die Kommentare rein, wenn ihr sonst noch Fragen habt, haut es raus.